So, da sage ich nur, warum einfach, auch wenn es kompliziert geht. Also, wir hätten auch die Treppen nehmen können, aber es war natürlich viel mehr Spaß, die Felsen da hochzuklettern. Es ist schon echt nett hier in der Deep Bay, zumindest frühs. Also eigentlich ist nur frühs hier richtig ruhig und das ist auch total angenehm, aber es gibt hier halt zwei große Nachteile. Das ist das Hotel, das bestimmt hier eigentlich so die ganze Bucht. Hier gibt es halt ein großes Hotel, das ist, auch wenn es jetzt eigentlich hier leer ist, aber es ist gerade richtig viel los hier. Das heißt, hier fühlt sich viel Musik und Party und die fahren hier in einer Tour mit Jetskis rum. Was ja okay ist, ist ja ihr Urlaub, aber es ist halt nicht angenehm, wenn man halt wirklich einfach hier liegt und will man seine Ruhe haben und entspannen und ausruhen. Hier ist definitiv nichts mit entspannen und ausruhen. Mit Schwimmen leider auch nicht, weil hier ist einfach alles voll mit Quallen, so kleine blauen Quallen und das macht das Schwimmen hier ziemlich unmöglich. Nur direkt am Strand, da ist es okay. Wir können gleich starten. Ja, hast du immer noch so viel Arbeit? Ich bin mit meiner fertig. Arbeit schon fertig. Gleich fertig. Ja, ich wollte irgendwann mal los. Schon nicht so schlecht, ne? Ganz schön hoch. Da hoch musste. Oh, der ging jetzt mal durch die Hütten, hätte man gehen können. Leicht heiß, wir können aber noch eins weiter. Ach. Ziegen. Ja, Ziegen.
So, da sage ich nur, warum einfach, auch wenn es kompliziert geht. Also, wir hätten auch die Treppen nehmen können, aber es war natürlich viel mehr Spaß, die Felsen da hochzuklettern. Komme ich da doch glatt vor wie im Zauberwald. Richtig schön hier und ja, solche Bäume haben wir wirklich noch nicht so oft hier gesehen. Hast du einen kleinen Freund gefunden? Wir fahren weiter nach Martinique. In unsere junge alte Heimat. Und ja, sind gerade dabei, von Guadeloupe nach Martinique zu segeln. Haben schon ein bisschen was hinter uns. Rund 65 Seemeilen. 65? Nee, 55. Und haben jetzt noch 25 vor uns. Und leider spielt der Wind nicht richtig mit. Es sind immer noch die Nachwehen von dem tropischen Sturm oder tropischen Hurrikan, der hier vorbeigezogen ist. Dass der Passatwind immer noch nicht so richtig eingesetzt hat. Beziehungsweise nur ganz wenig ist. Aber er soll wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder einsetzen. So, dann hoffen wir mal, dass wir bald da sind. Und wir wieder alte Menschen, Eisdielen und Einkaufsmöglichkeiten wiederentdecken. Ja, das machen wir gerade. Gut, gleich abgewaschen vom Salz. Auch bei so wenig Regen. Das ist eher für die Katze.